zu meinen Kunstwerken finde ich eher durch Zufall. Ich habe ja früher in der Malerei, als ich noch eben ausschließlich mit der Malerei mich befasst habe, bin ich immer oder meistens an ein Bild herangegangen und habe einfach mal Chaos kreiert und habe dann aus den Zufällen, die von diesem Chaos entstanden sind, habe ich dann erst nach erkennbaren Formen gesucht und habe daraus dann ein expressionistisches Bild geschaffen, wo dann am Schluss auch figurativ Gestalt annahm und so. Und so habe ich immer eigentlich aus dem Chaos Ordnung geschaffen, mehr oder weniger. Und auf diese Zufälle bin ich nun eigentlich eher im täglichen Leben aufmerksam, wenn mich was packt oder begeistert. Ah, könnte man da ein Projekt draus machen, nicht? Und manchmal sind es auch Aufgaben, manchmal sind es auch andere Personen, die mich kontaktieren und sagen, jetzt eben wie in unserem Fall, ja, hättest du Lust da mitzumachen? Und dann heißt es, zuerst mal offen für das zu sein, ja, weil manche Künstler haben ja total ihre Agenda und ihre Pläne und alles verplant und genau ihre Zielrichtung und wissen, wo sie hinwollen. Bei mir ist das eigentlich eher, ich bin da sehr offen, für was mir das Leben gerade bietet, auf der künstlerischen Seite. Und deshalb bin ich immer gespannt, wenn solche Einladungen kommen, wie jetzt bei dir. Und dann versuche ich zuerst, mich mal von allen Ideen, die ich bisher hatte, zu lösen, ja. Und zu schauen, worum geht es hier überhaupt. Ich habe ja in einem San Francisco, am San Francisco Art Institute, habe ich studiert. Und ein Satz von meinem Lehrer ist mir wirklich eingefahren und der hat gesagt, du, sobald du anfängst, immer das Gleiche zu produzieren, hörst du auf, Künstler zu sein. Und deshalb nehme ich diesen Satz sehr ernst und schaue, dass ich nie eigentlich das Gleiche zweimal mache, sondern immer was Neues. Das Neue zu finden ist, es braucht Loslösung, ja. Ich denke, es braucht Loslösung, weil wir haben ja alle unsere voreingenommenen Ideen und Perspektiven und Ansichten in dieser Welt. Und gerade wenn man das Neue wirklich finden möchte, muss man sich wirklich loslösen von diesen Ideen, sonst hat man Vorurteile, ist man mit Vorurteilen behaftet und kann sich nicht frei auf diese neue Idee einlassen. Ich war ja auch mal in China ein Jahr und eine buddhistische Herangehensweise ist ja auch, dass man sich zuerst verlieren muss im Chaos, damit man sich selbst wiederfindet. Und so muss man auch vor dem Neuen keine Angst haben, wenn man sich darauf einlässt. Man kann sich einfach diesem Neuen hingeben, zuerst mal drin verlieren lassen und dann erst schauen, was will dieses Neue mir sagen und was hat das überhaupt mit mir zu tun.